It's your boy Skinny P. Gerade eben wollte ich ins Bettchen gehen, dann sehe ich CSGO-Update. Okay, was ist da los? Guck mal da. Zwei neue Maps. Ich pack's nicht. Ruby und Workout nennen die sich. Zwei andere sind jetzt raus. Die rausgeflogenen sind Abby und Biom. Ich bin ultra gespannt, denn dieses Bild von Ruby sieht schon ziemlich nice aus. Hier unten ist Workout. Das erinnert direkt irgendwie an, was war es? Zoo oder Biom? Keine Ahnung. Wir gucken erstmal in Ruby rein. So sieht also der City-Spawn hier auf Ruby aus. Gucken da, oh, das Brickchen. Sehr, sehr schön, sehr detailreich. Katzenbier, edel. Mini-Mercado. Wir folgen mal einfach den Schienen hier, der Tram. Oh, guck mal da, engage. Ja, wir engagen hier gerade die Map. Das ist hier hinten, da geht es rüber in die Mitte oder sowas. Sondern folgen wir den Schienen mal etwas weiter. Ah, guck mal, da steht schon direkt die Bahn. Alles klar, da hinten fliegen Vögelchen, da fliegt ein Flugzeug. Da ist ja richtig Leben in der Bude. Okay. Gut, wir gehen hier mal links entlang. Da ist zu. Und schon ist man auf dem B-Bombenspot. Schön, schön. Ja. Hier wird es wahrscheinlich auch wieder 80 Milliarden Kletterpunkte geben, wo man dann irgendwie hochkommt auf irgendwas. Aber ich will ja nur mal schnell durch die Maps durchdüdeln. Wir gehen jetzt einfach von B weiter über rechts. Okay, da geht es gar nicht mehr lang. Hier ist ein... Das ist doch ein Graffiti. Sowas könnten sie mal ausbringen, oder? Auch gerne als Sticker. Wird vollkommen in Ordnung gehen. Und hier ist der T-Spawn oder was? Alter, guck mal da, wie fett. Wie fett? Ich bin mir nicht sicher, ob das der T-Spawn... Ne, da hinten ist der T-Spawn. Also das ist einfach nur eine Schlange. Eine Häuserschlange. Weit. Okay. Das hier ist, denke ich, die Mitte. Oder soll sowas sein? Wie eine Mitte. Und hier drüben ist dann letztendlich der T-Spawn. Hier. Jetzt gehen wir mal hier unten lang über links und kommen dann auf die Mitte. Da steht eine Leiter. Hier geht... Oh, guck mal, da voll verschachtelt. Da kann man einmal direkt hier hoch. Okay, okay. Oder man geht hier rechts hoch. Und kommt dann wiederum wieder Richtung Spawn. Oh, und hat hier einen schönen Überblick über die ganze Szenerie. Und vom Spawn oder von der Kaufzone läuft man dann einfach, hoppala, darüber. Ich gehe mal nochmal zurück auf die Mitte, werde ich es jetzt einfach mal nennen. Und schlapp noch das Stück weiter. Ah, hier droppt man und kommt dann auch nicht mehr... Ah, doch, über den Jump kommt man da wieder hoch, ja. Okay, das geht. Ja, hier ist eine Rampe. Die Mitte ist hier auch zweigeteilt. Also von hier würde man von B kommen, hier drüben. Hier geht es dann auch nochmal, ja, halt an der Kante wieder Richtung, Richtung Kaufzone. Hier waren wir gerade eben. Da steht der König. Und von diesem König geht es jetzt diesen kleinen Pfad hier rüber vor B. Und eben zu diesem anderen Kaufbereich. Oder man geht auf A. Das ist dann dieser Weg hier. Und ja, hier ist wie gesagt der Spawn, an dem ich vorhin gespawnt wurde. Voll die coolen Bilder an den Wänden. Schön. Und die Pflänzchen. Ah. Das spricht nicht für die Map. So, und das hier ist der A-Spot. Hier plätschert Wasser. Ich höre Wasser. Okay. Ah, man kann nicht hochspringen. Die Details außerhalb der Map werden echt immer krasser. Da wird wirklich noch viel außenrum gebaut. Ohne, dass es jetzt halt in so einer Skybox oder sowas drin ist. Sondern, dass es wirklich directly hier im Stiesel ist. Und praktisch begehbar wäre. Ja, gehen wir weiter. Hier hinten lang. Oh, eine Door. Ist die kaputt? War nicht. So, hier geht es dann weiter und drüber an den anderen Spawn. Ich gehe mal unten lang. Wow. Oh, guck mal, da oben kann man, glaube ich, runterdroppen. Ah ja, natürlich. Hier waren wir ja vorhin. Hier haben wir ja vorhin geschaut. Das hier ist, wie gesagt, einer der Kaufbereiche. Und hier oben kann man dann eben direkt auf alles runterschauen. Dann kann man hier, denke ich, okay, einfach drauf, alles klar. Und von dem Bereich hier kommt man dann auch wiederum, wenn man hier links geht, auf diese merkwürdig geteilte weitere Mitte. Hier gibt es so viele Mitten. Einmal dieser kleine Bereich. Und scheinbar kann man da oben drüber jumpen. Das testen wir jetzt mal direkt noch. Ja, guck mal, kann man. Also du kannst direkt hier von... Ich sage jetzt einfach mal City, dann hier hinjumpen und oder von oben halt auf die Leute ballern. Hier ist wie gesagt der A-Spot. Ja, und somit ist die Map eigentlich fertig. Dieser kleine Bereich war jetzt noch nicht gesehen, der hier. Viele Ecken, also extrem viele Ecken, an denen man sich irgendwie verstecken kann, vercampen kann. Erinnert mich irgendwie an die Map mit dem Bombspot über diesem kleinen Fluss. Also von der Verbautheit her. Ja, raffiniertes Ding. Ruby ist also ganz hübsch, aber wie sieht's mit Workout aus? Oh, guck mal, in der Übersicht irgendwie kompakter, einfacher. Na, obwohl, das muss jetzt erstmal nichts heißen, wenn das so einfach gebaut ist. Ich will raus. Kann ich nicht. Na, super.
Also wir sind hier im Einsatz im Elle-Sport, im Eissport. Homebrew Coffee. Ach gut. Boah, die Map fühlt sich ultra offen an durch diese offene Gestaltung. Alter, man kann alles runterschießen. Wahnsinn. Okay, bis auf diese Ne, die Schälchen auch. Das ist ab heute meine Lieblingsmap. Ich gehe hier mal über links. Also wir können da generell mal kurz um diesen Coffeeshop halt herumlaufen. Da sind wir nach wie vor auf dieser sehr groß geöffneten Mitte, so wie jede Map 40 Mitten hat. Hat auch diese einige Mitten zu bieten. Jetzt gehe ich mir noch über rechts. Guck mal hier, das ist irgendwie Hello Neighbor mäßig. Aber stark Hello Neighbor mäßig, okay. Geil, was ist denn das? Kinderspielplatz. Oh, Dragon Law. So, so, kann man hier durch? Nein. Kann man das vielleicht kaputt machen? Da bleiben die Kugeln nicht drin. Okay. Wir gehen erstmal über rechts. Ah, guck mal da oben. Guck mal hier. Direkt ein Boosting. Okay, es geht nicht. Vielleicht kommt man da zu zwei Tore, aber ich komme da nicht alleine hoch. Oh. Oh, guck. Ah. Was gibt's hier so zu sehen? Nichts. Okay. Das ist eine Hostage-Map. Wir kommen jetzt gleich bei den Geiseln an. Scheinbar kann man auch hier oben durch. Ist da offen? Nein, ist es nicht. Ich gehe erstmal noch weiter außen rum. Ah, da ist eine Geisel. Boah, ich habe gerade eben kurz die Eingaben vergessen. Was ich sagen wollte, das hier erinnert mich extrem stark an Pool Day. Wisst ihr noch, die Map früher bei Source? Und auch 1.6? Pool Day? Also nur dieser kleine Bereich, ich habe mich jetzt eben so erinnert. Rechts das Wasser, da links die Kabinen. Gut, es sind keine richtigen Kabinen, aber ihr wisst, was ich meine. Edel. Ultra Flashback gerade gehabt. Also da ist einmal eine Geisel. Hier ist Wasser zum Planschen für die Tees. Die Tees spawnen hier, oder was? Auf dem kleinen Bereich? Lächerlich. Kann man hier durchgucken, nach da drüben? Ja, ich glaube schon. Also halt, hier kann man gar nicht stehen. Das mache ich. Naja gut, hier ist dann der Tee-Spawn. Die haben die Geiseln hier. Man kann also schon mal schön hier rechts und links ballern. Direkt vor... Ah, da ist nur... Mann, da, nee, das sind nicht beide Geiseln. Eine ist unter mir noch. Guck mal da, geht's hier rein? Die Türen sind scheinbar irgendwie alle nicht zu nutzen. Alter, guck dir das an, guck dir das an. Kann man da nicht drauf? Oh, schade. Ich dachte, wir könnten jetzt turnen. Hier komme ich gerade her, nur dass ihr den Überblick behaltet. Gell, ihr könnt ja immer wieder auf die Map oben gucken. Da seht ihr es ja eh, wo wir gerade rumtänzeln. Hier ist auch wieder ein Brunnen verbaut. Und jetzt sind wir unter dem Punkt, wo wir vorhin die Tür nicht öffnen konnten. Und hier ist die andere Geisel, ne? Bei den Bällen. Ja, da hofft sie. Die Hanteln kann man verschießen, kann man auch die Bälle. Das wäre so edel, wenn man die da... Der hat gewackelt. Der hat gewackelt. Der Ball! Aber die stacken da wahrscheinlich, ne? Die kommen da nicht raus. Naja. Okay. Stellt euch hier mal diese Feuergefechte vor. Wenn du als T direkt am Anfang halt ein gutes Stück rausgehst und hier stehst, ne? Du aimst hier ab, du aimst hier ab. Man kann wirklich viel sehen. Und auch von vielen Orten halt gesehen werden. Unter anderem auch ganz dreckig von da hinten. Hier war ich eben ja kurz, ne? Hier ist diese kleine Sporthalle. In der Mitte ist die Kids Zone, durch die wir ja gerade gekommen sind. Kann man da links auch? Nee, da links ist nichts. Nee. Da kann man auch gar nicht hin. Okay. Ich verstecke mich dann immer hier drin. Hier kann man natürlich nicht rein. Hier geht's in die Kids Zone und da kamen wir ja eben durch. Ne? Also wir sind halt nur nicht hier lang gegangen, sondern hier links. Und ganz hinten durch. Soweit, so gut. Ich gehe zurück zu den Geiseln. Und jetzt gehen wir von der Geisel hier hinten runter. Alter, was ist hier los? Was war denn hier geplant? Guck mal, das ist gespiegelt. So, aber genau da wollen wir hin. Hier ist die Geisel, ne? Wir gehen jetzt nicht links, sondern hier über rechts. Ins Stadion. Zu den Elephants. Gut, das hier wirkt jetzt einfach nur wirklich offen. Dabei ist es, glaube ich, nicht allzu offen, weil man ja eh nirgendwo hier auf den Sitzbänken stehen kann. Nur halt hier in diesem Eckchen. Und da vorne geht es halt direkt wieder raus. Alter. Hat der Ball einfach Step-Geräusche gemacht? Weiß nicht, ich bin ganz alleine auf der Map. Panik. Die Elefanten bewegen sich. Also an sich ist das hier außen wirklich nur... Ja, ein Raum mit zwei Eingängen halt. Mehr ist es nicht, obwohl es nach viel mehr aussieht. Jetzt geht es direkt wieder weiter Richtung City Spawn. Und dann sind wir praktisch auch gleich einmal durchgelaufen. Hier ist nochmal eine kleine Ecke, ein kleiner Winkel. Und das war's. Hier sind wir am Anfang schon drumherum gelaufen, um diesen Homebrew-Kram. Ja, sie ist, glaube ich, einfacher, oder? Sie wirkt zwar protziger oder gefüllter, aber da man sich eh nicht in die meisten Sachen hineinbegeben kann oder auf Dinge drauf... begeben kann, ist die Map eigentlich sehr einfach. Vor allem der Gang hier hinten. Ich glaube, das wird dann, wenn wir die spielen, mein Part. Schön mit der IUP da oben stehen und ein bisschen rumbollern. Übrigens ist heute Abend auch wieder Livestream um 22 Uhr am Freitag, ne? Ich werde das Video jetzt zwar sehr früh bringen,
am heutigen Freitag, damit ich eben ganz vorne mit dabei bin, ne? Bei den Berichterstattenden. Aber ja, vergesst den Stream nicht. Heute Abend 22 Uhr geht's wieder weiter. Gerade eben der Streamer wirklich grandios, hat so Bock gemacht, die haben so reingehasselt. Edel. Ja, so eine richtige Stimmabgabe kann ich jetzt noch nicht treffen, weil ich nicht wirklich weiß, wie die Maps jetzt schlussendlich dann spielbar sind zu fünft. Müssen wir dann gucken. Ich denke, wir spielen am besten morgen direkt im Stream mal so ein bisschen. Beziehungsweise halt, wo kann man die im Competitive spielen? Workout ist drin, aber ich find Ruby nicht. Bin ich blind? Die werden sie wahrscheinlich noch hinzufügen. Das Update ist jetzt erst 10 Minuten alt. Also jetzt, wo ich das Video aufnehme. Ich habe es halt ganz pünktlich, zufällig mitbekommen. Ja, ich denke, morgen ist dann auch die andere Map hier im Pool. Ja, soweit so gut. Wir sehen uns dann später im Stream. Ich weiß nicht, ob dann jetzt noch ein Video kommt vor dem Stream. Also vielleicht ein kleines Overwatch oder sowas. Aber dann auch nichts mehr, nichts Großes oder Ausgefallenes. Weil wir das jetzt halt dann reinknüppeln zwischen rein. Und ich will jetzt nicht die ganz neuen Leute, die über dieses Giveaway jetzt dazu kamen, überstrapazieren von wegen, was, der macht 2 Videos am Tag, ne? Das eine hier wird, denke ich, reichen. Ist eine coole News. Eine coole New, finde ich. Eine coole New. Dann bis heute Abend im Stream. 22 Uhr. Ciao, ciao. We'll be right back.